So, liebe Freunde, ich möchte euch heute mal etwas zeigen, nämlich ein sehr beliebtes Programm zum Radio machen. Das heißt also, das ist eine Radio-Streaming-Software und diese Radio-Streaming-Software ist ähnlich wie Virtual DJ, nicht so farblich so aufgebaut und nicht so bunt, aber viel bequemer und viel einfacher wie jedes Radiosendeprogramm, das ich eigentlich kenne. Es ist sehr stabil und läuft schon Jahrzehnte in verschiedenen Radiosendern. Ich möchte euch nun mal das Ganze hier erklären. Hier habe ich die Tracks in Selected Category, so nennt sich das nun einfach. Hier lege ich zum Beispiel meine Sendung für den Montag an. Wie ich das mache? Ich mache hier einen Klick, mache einen Linksklick, drücke auf New und dann kommt ein Fenster und dann kann ich hier eingeben, was ich speichern möchte. Dienstag wäre dann die nächste Sendung, die kann ich mir hier vorbereiten. In die Dienstagssendung würde ich dann, wenn er das auch immer abspeichert, wäre ich dann bereit, hier die Lieder reinzulegen. Jetzt nehme ich mal ein komplettes Directory. Ich möchte hier diese Musik am Dienstag spielen. Was ich davon im Einzelnen spiele, suche ich mir jetzt aus. Ich möchte zum Beispiel Glockenbach, möchte ich als allererstes Lied spielen. Da klicke ich einmal hier drauf, schiebe es hier rein in den Kö. Der Kö ist das, was nach links und rechts die Musik automatisch schiebt, wenn ich auf Auto-DJ bin, dann wird die Musik, die hier in dem Queue hinterlegt ist, nacheinander abgespielt, wie ich sie hier abspeichere. Lost in Frequence, legen wir es hier rein. Dann käme noch hier Wish, das lege ich hier rein. Und dann würde dieses Zeug nacheinander abgespielt werden, wenn ich auf Auto-DJ gehe. Wie der Auto-DJ funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ich schiebe einen Song hier rein, drücke auf Start. Baby, I'm out of my head. Take me to Brooklyn again. I'm in the back of the cab. Take me to Brooklyn again. So, das passiert, wenn du den Auto-DJ aktivierst. Der spielt die Lieder, die hier drinne sind, nacheinander Deck A und Deck B ab. Geht sehr schnell. Ihr habt es gemerkt, fast kein Übergang bemerkt. Ist eine sehr schöne Geschichte. Geht auch sehr schnell, sehr weich und man braucht wenig Speicherplatz. Hier sind die Lieder, die ich schon alle gespielt habe, damit ich nicht auf die Idee komme, manche Lieder doppelt zu spielen, wie hier. Wish habe ich schon zweimal heute gespielt. Wäre blöd, wenn ich es dann nochmal spielen würde. Hier habe ich meinen Encoder, den kennt jeder. Das ist praktisch der Streamer, mit dem ich mich einlogge aufs Radio und praktisch live auf Sendung gehe. Wenn ich mit meiner Sendung zu Ende bin, drücke ich hier drauf, wird die Sendung gestoppt. Das ist mein Mikrofon. Das schalte ich mal vorsichtshalber auf Standby. Wenn ich hier drauf drücke, kann ich schnell etwas sagen. 1, 2, 3. Wenn ich länger sprechen möchte und die Taste nicht gedrückt halten möchte, drücke ich auf Lock-Talk. Und dann kann ich sprechen und kann schon den nächsten Titel vorbereiten. So, das war jetzt erstmal das. Das ist SoundFX, sehr schnell erklärt. Hier kann man Radio-Jingles reinlegen, zum Beispiel Jürgen Drews. Hier, ihr hört vielgutradio.net, nur wir sind nett, wird automatisch reingespielt, sobald ich diesen Knopf drücke oder diesen, je nachdem, was hier hinterlegt ist. Hier habe ich meine Uhrzeit, analog, hier oben habe ich sie digital und hier habe ich meine Zuhörer, die direkt von unserem Server zugreifen. Allerdings haben wir ja noch mehrere Server, die ich hier nicht eingebunden habe, die hier nicht angezeigt werden. Das heißt, die anderen Server werden leider hier nicht angezeigt. Das heißt also, wir haben weitaus mehr Zuhörer, als jetzt hier angezeigt sind. Den Server könnte ich aber, ich könnte die anderen Server auch noch integrieren. Dann würde man hier mehrere Zuhörer sehen. Also noch mehr Zuhörer. So, das war jetzt erstmal das alles. Wenn ich hier auf manuell drücke, muss ich die Lieder von Hand hier rüber schieben und darf natürlich nicht vergessen, nachher das nächste Lied reinzulegen, sonst stoppt einfach das Radio. Also, hier schalte ich meistens auf manuell. Das war erstmal der SEM Broadcaster, leicht und schnell erklärt. Ich hoffe, ihr habt was gefunden, womit ihr gerne Radio machen möchtet.